Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir nehmen hier in einer Auktion teil, dieses irgendein Herz halt jedenfalls, ist jetzt gerade am ersteigert werden. Und ich will mal wissen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich biete mir einfach mal ein bisschen mit. Jedenfalls das erste und das letzte wären interessant und dann hören wir auf da. So. Da. Alter, du Kerl. Wir haben ja noch genug Geld, also von dem ist es wurscht. Aber das nach dem Teil, da hören wir auf, glaube ich. Ja? Und? Ja? Nein? Perfekt. Keine Ahnung, ob das sich was bringen tut. So, das wird dann. Achso, das war auch. Das hatten wir auch noch nicht, ne? Das ist Artefakt. Ich gehe mal auf 5. Mhm. Das war nicht so schlau von mir wieder mal. Macht's nur ihr zwei. Die betteln sich gerade. So. Ich weiß, es gibt spannendere Sachen. Wie zum Beispiel Queer besiegen. Ich weiß. Oder endlich mal wieder leveln. Kommt alles noch. Keine Sorge. Ich wollte nur mal. Es gibt nämlich einen Erfolg, wenn man genug Optionen macht. Wisst ihr? Und ich dachte, vielleicht eventuell könnten wir den noch mitnehmen. Und eine Errungenschaft ist es auch bei Steam. Ja. Machen wir das? Nein, jetzt sind wir das. Ach du Kerl, du. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Alter. Ja, ja, ist schon gut. Wow. Nein. Passt. Man dankt. Oh, jawohl. Unterm Hammer. Wir haben 10-mal Aktion teilgenommen. Supi, haben wir schon die Errungenschaft. Bravo. Super. Ja, da können wir die Leute ein bisschen ärgern. Da werden wir es so gleich machen. Ja, genau. 4, da machen wir noch 5. So, und jetzt gebe ich Ruhe. Immer schön rauf mit der Kohle, meine Herren und meine Damen. Die eine da, die im violetten Kleid, die sagt gar nichts mehr. Die ist schon ganz fertig mit den Nerven. So. Ja. Wie oft der Mada ein Schild drinnen ist, ne? Nein. Gibt kein anderes Angebot. Oh, doch, schau. Kommt schon, auf 8000 geht's schon noch rauf. Ich schaff's das. Zieh nur mal 100 Gil, komm, du Schnösel, das kriegst du hin. Die 100 sind ihm zu viel. Okay, nächstes Objekt. Hammer. Achso, das war das Haarband. Okay, wir hauen ab. Ich dachte, da wäre noch was Gescheites. Nein, nein. Nein, nein, nichts da. So. Anlegen. Bringt sich dieser Schurkenarmreif jetzt irgendwas? Wahrscheinlich ist es nicht schlechter. Tatsächlich. Oh, Scharfsinn. Schau dir das an. Bringt sich der echt was? Was war das für ein Büro-Dingsbums-Herz? Ist das so ein Item oder ist das was ganz was anderes? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was dieses Herz da war. Das einfach nur so. Ah, Entschuldigung. Das einfach nur so irgendein Item ist. Jetzt bin ich schon fast gierig, darauf nochmal eine Auktion zu machen. Ich weiß, ich bin verrückt, es tut mir leid. So, haben wir da das Herz. Nö. Das ist echt komisch, ne? Nein. Nein. Was war das da oben? Nein, Kraftbild war das. Aha. Ist das gar nicht sowas? Keine Ahnung, was. Achso, da gibt es ja diese wertvollen Items. Gibt es ja auch. Ne? Das muss halt unbedingt was zum Anziehen sein.
Das kann jetzt durchaus einfach nur so ein wertvoller Gegenstand sein. Also hier, Entschuldigung. So, wertvoll, ne? Wie zum Beispiel Silberkette, Drachenkralle, Weltkarte, Kuponus, wenn die Kuponus, oh, die muss ich abgeben. Dragos Artefakt, okay, das ist zum Lesen, ne? Silberkette, eins der in vier aufgeteilten Schatzkristalle auf dem Anhänger ist das rechtmäßige Emblem des Königreichs Alexandria zu erkennen. Drachenkralle, eins der in vier aufgeteilten Schatzkristalle, die magische Kraft des Steins ist stärker als die eines Drachen. Sternpriester Oberta. Dann Weltkarte, natürlich Weltkarte, beherrsche die Furcht und mache sie zu deiner Stärke. Der Schwache schaue nicht nach hinten, der Starke zeige Mitgefühl. Stahlklaue Fredley. Dann die Kuponus, ist eh klar. Kupo, 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 Sapper, Schlecht, Schlürf, Hechel, Kupo. Dann Dragos Artefakt, Dogas Artefakt. Der Mensch verlangt nach der Magie, um zu überleben, also lässt er Träume entstehen. Eingravierte Schriften. Rattenschwanz. Oh Gottes Willen, hat es auch sowas. Als ich den zum ersten Mal sah, hätte ich es mir doch beinahe zwischen die Zähne geschoben. Ach du Heilige. Ja. Glyphonherz. Zu fürchten sind nicht etwa seine Krallen oder sein gewaltiger Schnabel, sondern seine nie zugrunde gehende Seele. Beatrix. Mini-Brane. Dieses edle Stück gehöre zu den drei verlorenen gezählten Miniaturen des Meisters Go-Go-Go. Nur leider ist es Königin Bra. Bitte was? Der schlaue Lauder. Schlüssel. Miau. Ich kenne den Schatz des Dorfschulzen. Miau. Hier, miau. Da, dreimal schwarzer Kater und ich bin wieder da. Katze auf dem Kaminsims. Wüstenstern. Eins der in vier aufgeteilten Schatzkristalle, oh heiliger Wüstenwind, geleite die verlorenen Seelen in den Himmel. Gebet Kalaras. Memorienring, eins der in vier aufgeteilten Schatzkristalle. Für Eiko ein wertvolles Andenken zu Schutt Antarias. Schriften einer alten irgendwas. Gut, das hätten wir auch. Hoppala, Entschuldigung. So. Boah, ich würde gerne noch eine Auktion machen. Was wäre denn zufällig denn für eine Items heute? Bisschen Geld hätten wir noch. Zauberumhang, den haben wir schon. Elfenohrring haben wir schon. Madenschild haben wir schon. Haarband haben wir schon. Tschüssi. Und jetzt, ist resettet oder ist wieder selber? Ah, ist das nächste. Die muss komplett auslaufen lassen, die Ding, und dann, ja. Nein, das tun wir uns jetzt nicht mehr an. Wir hauen hier ab. Punkt. Lieber Herr Mogri, ich will nochmal speichern, bitte. Ja. Kupo, Kupo, Kupo. Kupo, Kupo. So, Steckplatz 1. Meine Nase juckt. Und hier drauf speichern, jawohl. Perfekt. Nix, danke. Wo waren hier? Waren hier nicht auch Händler? Ich glaube da oben, ne? Rülps, Kotz, aha, da sperrt sich gleich an, okay. Ja, sehr nett. Sehr charmant. War da nicht irgendwo? War da unten ein Händler? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab Gedächtnisschwund. Hast du nicht einen Händler? Hallo? Ladenhüter. Ja. Ich möchte gerne Zelte kaufen, so um die 300. Warte. Nehmen wir 30 mit. Boah, das ist fast zu wenig, ha? So, nochmal 30. Jetzt haben wir, glaube ich, genug. Was fehlt denn noch Schönes? Was, da haben wir irgendwo, nehmen wir 20, Augentropfen. Nehmen wir, Entschuldigung. Na, nehmen wir da auch noch 10 mit. Ich hoffe, das reicht dabei. Das brauchen wir eigentlich nicht, die Heilpotions und so weiter. Die Firma Dunkin' Dutch. So, wir hauen hier ab. Wir gehen jetzt Level. Wir könnten vorher schlafen gehen, weil wir eh schon da sind. Das ist, glaube ich, ein Quartier gewesen. Servus. Ein bisschen schlafen wäre fein. Jo, genau. Gut, da drüben stehen die Betten. Danke sehr. Oh, ja, das tut gut.
Was, dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter. Immer weiter, weiter. So, raus hier. Und wieder zurück zu Evas Baum. Ich weiß, sie müssen jetzt von ganz unten nach ganz rauf wieder. Aber, ja. Ich bilde mir ein, dass dort eben die stärksten Monster sind. Und wir so recht flott und schnell und zügig unsere Level-Ups bekommen. Ich hoffe, ich verdumme mich da nicht. Ein Stückchen darüber noch. Boah, dieser Nebel, ne? Der ist so dicht. So, da sind wir auch schon. Hui! So, mit der C-Taste. Sehr gut. Perfekt, da können wir auch gleich nochmal speichern. Ich weiß, ich bin lästig, was das betrifft, aber... Nein, stopp, Gruppenmitglied zuerst wechseln, bitte ja. Quina, es war mir eine Ehre. Doch, jetzt kommt Margo. Habe ich dem Kerl jetzt schon was Neues angekleidet? Was mache ich denn da? Entschuldigung. Ich glaube nicht, ne? Das habe ich jetzt versäumt. Oder doch, habe ich das gemacht? War ich brav? Nein, natürlich nicht. Runenkralle, Reanimation. Ach so, ja, gut, gerne. Haben wir da noch was? Nein, haben wir hier was? Da wäre wahrscheinlich auch der Schurkenarmreif interessant. Suplex. Oh, bitte gern. Da ist auch was. Kaiserharnisch. Oh, die Hermesstiefel braucht er noch. Alles klar, ja, bei ihm zahlt sich doch schon mal aus, ne? Ability-mäßig anlegen, können wir dir was Gutes tun. Weihrauch, Kannibale. Kannibale war jetzt mit Humanoids, ne? Ja, ja. Lindern, regner Diabetes Zielobjektes. Weihrauch und Tod immensen Schaden zufügen. Ich glaube Lindern, ha, oder? Humanoid? Fallen die unter Humanoiden? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal Lindern. Aber so. Oh, ist gut. So, jetzt nochmal speichern. So, jawohl. Und dann kämpfen wir uns wieder frisch fröhlich irgendwie durch hier. So. Taktisch wäre es, glaube ich, sogar schlauer, glaube ich, wenn wir gleich hier unten bleiben. Einfach hier so im Kreis laufen ein paar Mal, weil da kann man super speichern, da ist es nicht weit so invincible und wenn wir dann wirklich stark genug sind, marschieren wir einfach durch rauf. Also hier so im Kreis laufen müsste eigentlich passen, oder? Oder auch nicht? Jawohl, klappt ja. Sehr gut. Ich weiß, es gibt lustigere Sachen, aber das gehört zum Spiel dazu, wie immer. Wie immer, 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 immer. So. Stellt euch vor, wenn wir die Schokobo-Geschichte machen wollen, das kann ich euch sagen, das ist wirklich das Dauern. Hey, du Ferkel. Die arme Aiko. Da muss ich wieder aufpassen bei dem Kerl, ne? War da nicht irgendwas? Wieder mit irgendeiner besonderen Dreckskrankheit? Hö, der heilt ihn ja. Das habe ich nicht kommen sehen. Die Waffe hat einen bestimmten Effekt, ne? Das ist natürlich jetzt schlecht. Das ist schlecht. Was kann das denn eigentlich? Das hört sich an wie Wiederbeleben. Ja, das haben wir hier. Je nach HP ändert sich die Schadensgröße. Was ist mit Flug? Schwächt Elementarabwehr. Erteilt Wiedergeburt und Regener. Almosen. Ja, das ist nicht so klasse. Und hier regeneriert HP und MP. Komm mal das, oder? Ach, das ist auch doof, oder? Mach, gib es da Eiko. Eiko! Das ist jetzt blöd, dass diese Waffe den Gegner da heilt. Das gefällt mir gerade nicht. Ich saug weg. Mit Staubsauger ab. Schakra. Ja, da freut sich Aiko. Ich wusste, du magst mich, Margon. Der ist ja klar. Der war das selbe. Ja. Er mag Kinder. Ah, nein, den Angriff. Macht der Gewohnheit, es tut mir leid.
Saukeln weg. Ja, das macht schon ordentlich Damage. Das geht. Und, bist du endlich hin? Boah, ey. Mist, verdammt. Ich muss mal schauen, welche Fähigkeiten Magons Waffe denn eigentlich haben. Wie schaut's aus? Sind wir irgendwie... Ja, da braucht jemand ein Magazin. Ah, das ist Zidane, der kriegt das dann. Bewusst nicht, weil es eh schon so stark und dann kriegen die anderen mehr Pünktchen. Hey. So einfach ist das. Ja, dann geht es nämlich schneller. Wupp, wupp, wupp. Zweimal Level Up, einmal für Lili, einmal für Mahagon. Phönixfeder und ein bisschen Gild haben wir bekommen. Ja, das wird jetzt eine etwas langwierige Geschichte. Jetzt muss ich das echt mal nachschauen. Was habe ich denn da? Was habe ich denn da gemacht? Was bist du? Eine dämonische Kampfkralle. Ihre Kraft fügt einen unvorstellbaren Schaden zu, habe ich gemerkt. Er teilt Zustandsveränderung blind. Ja, warum hat er denn jetzt aber geheilt? Das ist aber schon gemein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon fies, dass du da geheilt wird. Das ist so... Ah, Entschuldigung. Das ist schon gemein. Vakzin natürlich. So, Vakzin. So. So. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Mahagon, das ist nicht fein. Oh, wie ist das voll gemein. Ah, damals war immer Hinterhalt, ne? Der Gegner hat immer Hinterhalt. Das ist so gemein. Oh! Lili! Eisengigant. Wir heilen mit Vigra. Ist das nö. Vitra reicht. So, wir rufen Marie. Jawohl, das reicht. Angriff, Angriff. Hat es Schaden gemacht? Ich weiß es gar nicht, ob Margot bei mir. Ich hab mich drauf geachtet. Wieder einmal. So, was wählen wir? Ich würde sagen, Lehmann-Nebel da. So, bisschen Wasser hat noch keinen geschadet. Bis auf unsere Gegner. Rottes. Ja. Ja, natürlich heilt er. Okay, ich muss die Waffe wechseln. Das gefällt mir so nicht. Oder ist es wegen Winter? Dass doch der Gegner geheilt wird. Das wäre natürlich jetzt saublöd. Das muss ich jetzt überprüfen. Dann war es doch immer der Gegner. Oh, das ist aber echt fies. Ich bezahle ihn. Terra Homie! Mhm, der hat sich ausgezahlt. Das war gut. Usch. Ja, das geht natürlich nicht so gut. Und Marco, gib mir das Vollgas. Jawohl. Ach, hör auf, so zu schnattern, alte Frau. Höh! So unhöflich immer. Also wirklich. Rüpel. Mega Flair. So, ich muss sagen, dann machen wir derweil so weiter. Jo, kann man lassen. Jo, ist hin. Jetzt kann man es lassen. Sehr gut, Lili. Fein gemacht, meine Gute. So, ja, das gibt ordentlich EP-Punkte. Wupp, 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 Level Up für Aiko. Sauber. Sehr gut. So, jetzt muss ich da mal was nachschauen. Und zwar, Ability. Haben rein zufällig die beiden Herrschaften, Lindern, es ist tatsächlich so. Da heile ich den Gegner statt mich selber. Ich bin so ein Profi, es tut mir sehr leid. Ich muss jetzt das echt lindern. Dann trifft es mir hier auch zu. Denke ich mal. Kann Lili dann was anderes? Noch nicht, aber vielleicht später mal. Das
so sehr eine Chance. Na, Titania hat es eh nicht drin. Das ist echt fies. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich das jetzt rausnehme, ob es dann besser ist, ne? So, nehmen wir Bestientöter vielleicht. So. Boah, das wäre jetzt... Ja, das wäre jetzt echt fies, aber es wird erklären. Die Fähigkeit erklären, dann bin ich einfach nur dämlich. Ich meine, bei einem Boss, ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, den Gegner zu... Oh, doch, warte, es gibt Fähigkeiten, es gibt Gegner, ne? Oder durch krepiert leichter, wenn man sie heilt, glaube ich, ne? Da gab es ja mal was. Kann es aber sein, dass das Spiel verwechselt? Passiert mir nie. Jetzt bin ich aber gespannt. Ob es wirklich das war. Mega Flair. Der Bahamut. Ah. So, Marco, jetzt bin ich echt gespannt. Ansonsten weiß ich mir kein Rat mehr. Ja, es war Linda. Ja, es war das Linda. Ich bin entzückt. Nicht wirklich, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, komm, Leviathan noch schnell. Wenn es sein muss, wenn nicht schon abgekühlt. Hat das echt das Linda nicht ganz durchgeschlagen. Krasses Pferd. Ja. Ba-ba-da. Ja. Immer Hast hat Margon erlernt. Sehr gut. Wupp-wupp-wupp. Sie hat ein Level up erreicht. Sehr gut. So. Dann müssen wir wieder glübschen. Herr Mahagon. Vielleicht können wir dir was Neues ankleiden, ne? Hermes Stiefel kommt weg. Na, da haben wir sonst nichts. Könnte ich ihm aber theoretisch die Springerstiefel geben? Ah, warte, das Haarband wäre besser. Ja, das kann er bei seiner Mähne eh brauchen, ne? Da kriegt er gleich überall sehr viel dazu. Wir geben ihm das Haarband. Ja, das steht ihm gut. So. Bam, 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 bara. So. Jetzt könnte echt so eine Monsterhorde kommen. Ich wäre auch ehrlich gesagt schon fast lieb, wenn von diesen großen Viechern hier jetzt, ne, gleich mal eine ordentliche, also 2, 3 oder so kommen würden, wäre mir auch recht. Weil da wir eh mit Bestia kämpfen, die treffen sowieso alle Ziele, also alle Gegner, wäre echt cool. So, Angriff. Angriff. Wir rufen Magi. Und wir rufen... Wir nehmen da. Nehmen wir mal die Shiva. Mit seinem Brot ist immer. Ist ja fürchterlich. Terra Homing. Na, klaut du nichts. Außer ich nehme natürlich den Skillpunkt mit, dass man auch Gil klauen könnte. Da können wir theoretisch, bevor wir wieder zu Kuya gehen, könnten wir dann ja noch mal eine Aktion machen. Aber ich glaube, das zahlt sich immer aus. Ne? So. Okay. Wartet kurz, meine gute Eiko. Da werden wir jetzt heilen. Für Zidane zahlt sich Bigra aus. Ja, außer der Gegner fällt um. Nein, noch nicht. Okay. Wir rufen den Durchmann. Nehmen wir nicht. Mal die kleineren Bestien nehmen. Wir nehmen Chakra für die Eiko. Und natürlich Zidane. Vielleicht darf er auch nochmal. Jawohl, verfehlt. Sehr gut. Ach, brauchen wir nicht mehr. Alles klar. Sehr gut. Jawohl. Und der kriegt Level ab. Ich glaube, Lilly und der Margon. Speed. Zweimal wupp, wupp, wupp. Sehr gut.
Saphir, Phönixfeder und wieder fast 3000 Gil. Ja, das ist ja schön. So, bitte, ich möchte zelten. Vielen Dank. Alter, ohne Level Up, die Ability geht gar nichts. Einmal zelten geht noch, haben wir eh so viele. So. Ich laufe wieder im Kreis herum. Schaut vielleicht etwas komisch aus, ja. Ah, da müssen wir jetzt leider durch. Es hilft nichts. Ich muss leider leveln. Es geht nicht anders. Ich muss. Wagon! Nehmen wir Vollgas. Wir rufen. Ja, nehmen wir Rahmen. Wir greifen an. Ja, Toxinatem. Wir kriegen es ab. Wagon ist immun. Super. Und, ja, fehlen wir. Es ist ein Flugviech, ne? Das wird wieder nichts bringen. So halt. Flugviech. So, schön. Polarhauf, jawohl. Aber perfekt, sehr schön. Wenn wir dann nämlich wieder auf dem Weg nach oben sind, wir wirklich dann, sagen wir mal, haben, möchte ich wirklich, also alle, wirklich auch die letzte Person in unserem Team hier, ich werde das Team nach Möglichkeit nicht mehr umstellen. Ich will das so lassen, wie es jetzt gerade ist. Müsste passen, hoffe ich mal. Da möchte ich gerne nochmal gegen Hades antreten, aber ich glaube, der ist echt heftig, der Kerl, ne? Ich fürchte wirklich, ohne die OP-Waffen werde ich ihn mit dem Level nicht schlagen können, fürchte ich sehr, sehr stark. Ich möchte es aber trotzdem gerne nochmal probieren. Mit zwei Heilern im Team müsste es funktionieren. Wow, schon fertig? Okay. Margon zwei Fähigkeiten erlernt, das ist super. Der Bursche ist flott unterwegs. Somit ist die Runenkralle erledigt. Was haben wir denn noch? Der Kaiserharnisch ist erledigt. Gibt es einen besseren Harnisch zum Ankleiden? Nö. Achso, warte. Vielleicht kann Zitane damit was anfangen. Warte mal ganz kurz. Ja, Haarband hat man eh schon, ne? Ich probiere noch was. Zitane, mein Guter, kannst du mit dem Kaiserharnisch was anfangen? Nein, dann gehen wir Margon zurück. Dann passt es schon so. Entschuldigung bitte für den Aufwand hier. So. Ich glaube, so ist okay. Ja, ein paar Fähigkeiten kann er noch lernen. Ich glaube, das passt. Ability für Lily ist jetzt schon 5, ne? Hintern auf keinen Fall. Insomnia, was kommt denn da schnell? Verhindert Schlaf, ist überlegenswert. Überlegenswert, ja. Steigert die Kraft der Bestie anfeuern. Oh ja, da habe ich was entdeckt. Wie geht das hin? Kubo. Ich bräuchte noch 3 Punkte, ne? Ei, Karamba. Weil nämlich diese Fähigkeit da unten die Bestie verstärkt. Ich hoffe, da kann kein Konfus. So, was bleibt mir noch übrig? Nur mehr Felinda, ne? Ich hoffe, das klappt so. Kann das Aiko auch? Mal ganz kurz. Nee. Ja. Kann Aiko nicht, weil ihre Beste ist eh schon stark genug. Jetzt denkst du, ein Kind ist stärker als die. Aber das liegt wahrscheinlich an ihrem Horn, ne? Das hat sie eigentlich eh erklärt. Die gute Aiko. 8 und 3 sind 11, ne? Warte kurz. Na. Da. So gefällt mir das. MP 50%. Oh. Warte, ist es jetzt gut oder schlecht? Da steht nämlich nicht jetzt Plus dabei. Warte, ich muss was testen. Ja, das ist schon okay. Das ist schon gut. Ja, das passt schon so. Oder?
Nein, warte, was bedeutet das? Ach so, MB-Verbrauch im Kampf wird halbiert. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Und was wäre... Na, warte. Ja, das ist aber nicht schlecht, oder? Ich lasse das mal so. Das ist sicher nicht schlecht. Oh, der Part ist zu Ende. Okay, das heißt, wir machen unser Speicherritus. So. Mal einen Moment. Entschuldigung, da musste ich wieder mal husten. So. Unser Speicherritus. Perfekt. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute, ne? Kommen wir schon langsam an unser Ziel. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!